Ja, danke für die Einladung. Ich bin Soziologe, ich bin aus Münster, bin eigentlich so in die Schriftstellerei gekommen oder in die Vorträge halten. Gar nicht jetzt über Rechtsextremismus, sondern eher über ein Thema Klassismus nennt sich das, also Benachteiligung aufgrund von Klassenherkunft, also von studierenden Arbeiterkindern, und habe da hier beim AStA auch das erste Referat für studierende Arbeiterkinder begründet und gegeben. Ja, zum Thema Benachteiligung von Arbeiterkindern, das erste selbstorganisierte Zeitung. Genau, und aktuell beschäftige ich mich auch gar nicht so sehr mit AfD oder mit so einer völkischen Rechten. Also das habe ich jahrelang gemacht, ich war auch der Erste, der ein Buch geschrieben hat zur AfD 2013, sondern eher mit einer Rechten, die eigentlich dazu geführt hat, dass die AfD entstanden ist. Und das waren ja jetzt nicht Höcke und Kalbitz, also so Faschisten, die sind da auch schon im März 2013 bei der AfD dabei gewesen, sondern das waren so eher Neoliberale oder Libertäre. Mit denen beschäftige ich mich, und die fangen gerade an, so Privatstädte zu bauen. Also die haben viel zu viel Geld und bauen jetzt quasi eigene Städte mit eigener Regierung, eigener Polizei, eigenen Gefängnissen und so weiter. Und das ist halt das Thema, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige. Ich habe mich aber damals auch beschäftigt, als es losging mit Corona. Da habe ich erstmals geschaut, was sind das eigentlich für Gruppierungen, die da zusammenkommen. Und zwar deswegen auch, weil aus meinem Bekanntenkreis viele Corona-Skeptiker, Skeptikerinnen waren, Impfgegnerinnen. Und das war vorher, war das eigentlich nie so Thema. Das war einfach in der Linken, war das so. Es gab eben Leute, die haben Probleme gehabt mit Impfen, und ist ja auch nachvollziehbar, weil das ganze medizinische System ist ja auch sehr kapitalistisch und sehr gewinnorientiert. Und ein Bekannter von mir, oder damals war ich sogar ursprünglich mit ihm mal befreundet, Jens Wernicke, der hat den Rubicon gegründet. Das heißt, eine Zeitschrift, die ganz massiv eigentlich diese Corona-Verschwörung da bespielt. Und das hat mich dann noch mehr gewundert, so wie das sein kann, weil er war eigentlich auch genau, wir haben uns in dem gleichen linken Umfeld bewegt, und plötzlich gibt er eine Zeitschrift raus, die ganz wesentlich eigentlich ist für die Leute, die dann später auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben gegen Corona oder gegen Corona-Maßnahmen, besser gesagt. Genau, das habe mich dann gewundert, und dann habe ich da auch angefangen zu diskutieren mit Leuten, viele von euch wahrscheinlich auch. Und ich habe dann allerdings irgendwann aufgehört. Das heißt, ich habe mich mit Nazis beschäftigt, solange bis klar war, die Corona-Szene wird maßgeblich beeinflusst von Nazis. Die laufen da wirklich mit und die werden da nicht rausgeworfen. Und da war das für mich klar, das war, denke ich mal, also spätestens als dieser Sturm war damals auf die Treppen des Reichstags. Da war für mich eigentlich die Sache gegessen. Und da werdet ihr von mir heute nicht viel hören, ne? Wie halt die Nazis jetzt tatsächlich da jetzt Einfluss haben, obwohl es das eigentlich Thema ist, sondern ich werde halt stärker darauf eingehen, wie diese Neoliberalen, die Libertären Einfluss darauf haben. Hier sind aber ganz viele Leute, ne, die sich auch mit der Nazi-Szene in Münster ganz gut auskennen. Und da können wir dann später auch gerne in die Diskussion kommen. Gut, so viel als Vorgeplänkel. Verschwörungstheorie, Verschwörungsideologie. Das ist ja auch wichtig zu unterscheiden. Erstmal ist es ja so, es gibt tatsächlich Verschwörungen. Ich habe in Münster ja Soziologie studiert bei Kusmanski damals. Und der hat uns beigebracht, Soziologen, SoziologInnen müssen VerschwörungstheoretikerInnen sein. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil es wirklich Verschwörungen gibt. Ja, Verschwörungen im Sinne von, es gibt irgendwelche Netzwerke, die nicht so gerne an die Öffentlichkeit wollen, die gerne im Geheimen Sachen machen wollen, hier zum Beispiel Privatstädte bauen wollen, ja, ohne dann zu sagen, wo sie die eigentlich bauen wollen, damit es vorher keinen Widerstand gibt. Ja, es gab auch in den 90er Jahren auch diese Mai, also MAI-Abkommen, ne, das war auch geheim, wo dann, das war ein internationaler Entwurf, wo dann Unternehmen gleichgestellt werden sollten mit Staaten, ne, und die gleichen Rechte quasi kriegen sollten. Und das waren auch Geheimverhandlungen, die dazu geführt haben, und das wurde aufgedeckt, und dann gab es halt riesen Proteste dagegen. Ne, das heißt, es gibt tatsächlich Verschwörungen. Ne, das ist nicht etwas, was von daher...
Ja, so. Es gibt Verschwörungen, ne? Es gibt geheime Netzwerke und auch der Flügel zum Beispiel von der AfD. Der ist ja auch, die sagen immer, der Flügel ist abgeschafft. Und natürlich gibt es die noch und die treffen sich im Geheimen. Geheime Netzwerke. Bei Verschwörungsideologie ist das Ding, die beschäftigen sich mit Netzwerken, die es nicht wirklich gibt. Oder die zumindest nicht das vorhaben, was sie sich denken. Ja, das ist, wobei das natürlich dann, wenn man da drin ist, ist es natürlich schwer zu unterscheiden. Ne? Weil die Leute, die halt Verschwörungsideologen sind, halten sich selber wahrscheinlich für Verschwörungstheoretiker, ne? Und gehen davon aus, natürlich gibt es diese Netzwerke. Ne? Es gibt, aber in Wirklichkeit gibt es ja den AfD-Flügel, das ist ja keine Verschwörung, die gibt es ja wirklich. So, und es gibt aber kein QAnon, es gibt nicht irgendwelche geheimen Bunker, wo irgendwelche Kinder das Blut ausgesaugt wird, und es gibt keine Echsenmenschen, das ist einfach Quatsch. So, ne? Es ist, also da, ganz objektiv gesehen, gibt's, muss man da unterscheiden. Nur wie findet man das heraus? Und da denke ich eben, wenn man sich halt geheime Netzwerke anschauen will, dann sind es Machtnetzwerke. Die schaut man sich am besten an, wenn man halt nicht auf der Seite der Macht steht, sondern wenn man auf der Seite der Unterdrückten steht, wenn man auf der Seite derer steht, die diskriminiert sind. Man muss halt den Standpunkt einnehmen aus der Sichtweise der Armut, aus der Sichtweise der People of Color, aus der Sichtweise von Frauen, aus der Sichtweise von Juden und Jüdinnen, aus der Sichtweise von Schwulen und Lesben. Ja, das sind halt die besseren kognitiven Standpunkte, das sind die besseren intellektuellen Standpunkte. Aus diesen Standpunkten heraus kann man eher tatsächlich, also echte Netzwerke halt herausarbeiten, als wenn man halt aus dem Standpunkt des Privilegs versucht, Netzwerke herauszufinden. Es gibt ja zum Beispiel so Narrative wie zum Beispiel die Homo-Lobby. Es gibt eine geheime Homo-Lobby, die weltweit versucht, die traditionelle Familie von Vater, Mutter, Kind zu zerstören, und die haben irgendwelche geheimen Netzwerke. Und das ist natürlich eine Verschwörungsideologie. Diese Netzwerke, machtvollen Netzwerke, gibt es nicht. Allein schon deswegen, weil eben tatsächlich die meisten Menschen, die in Führungspositionen sind, sind eben heterosexuell. Und es gibt auch nicht so eine feministische Lobby, die dann halt das schafft, weltweit feministische Standpunkte unterzubringen. Ganz einfach aus dem Grund, weil eben die Mächtigen tatsächlich Männer sind. Ja, und das kann man so weiter. Die dem Staat das Geld kosten. Die Männer sind auch die, die dem Staat das Geld kosten. Die meisten Männer sitzen im Knast, also nicht Frauen, die im Knast sitzen, also die meisten Männer, die im Knast sitzen. Ja, aus gutem Grund sitzen ja im Knast. Ja, nicht genau. Ja. Genau, und das ist halt, da kann man das schon unterscheiden. Ne? Dann gibt es noch, welche Lösung hat man eigentlich? Ne? Und wenn man Verschwörungstheoretiker ist, dann geht es halt in Richtung einer demokratischen Lösung. Und das heißt auch, man ist halt offen, man sucht halt nach Lösungen und versucht, diese Lösung demokratisch zu lösen. Und man ist halt aufgeschlossen Argumenten gegenüber. Ne? Und auf der anderen Seite ist dann halt eher so ein Machtdenken. Ne? Es gibt irgendwelche Machtverhältnisse darin verbunden, das hat man beim Nationalsozialismus ganz noch am deutlichsten gesehen. Also der Nationalsozialismus war ja quasi die Verschwörungsideologie schlechthin. Ja, mit dem internationalen Judentum und so weiter, die haben ja ständig überall um sich herum Verschwörungen gewittert und gesehen. Die haben eben doch nicht versucht, demokratische Lösungen dann zu finden, sondern hatten eine Freund-Feind-Bestimmung. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Ja, und die Sprache war entsprechend auch aufgebaut. Es war keine Sprache, mit der argumentiert werden sollte, sondern die Sprache der Nazis, das war eine Sprache, die zur Freund-Feind-Erkennung war. Entweder du sagst Heil Hitler oder du sagst nicht Heil Hitler. Wenn du nicht Heil Hitler sagst, dann bist du halt ein Volksfeind. Und Heil Hitler ist eben auch kein Argument. Ne? Es ist ja kein Heil Hitler zu sagen, es ist kein Argument, es ist keine argumentative Sprache. Sondern es dient der Freund-Feind-Bestimmung. Und es geht dann eben auch darum, nicht die Wahrheit zu bekennen, sondern die Wahrheit zu beschwören. So, es geht um. Und ich habe das damals dann festgestellt bei der Corona-Demo, bei den Corona-Demos. Da gab es damals in Berlin eine große Demo und da wurde dann gesagt, ja, 1 Million Menschen waren auf der Straße. Und es gab andere, die gesagt haben, nee, niemals, es waren keine 1 Million. Und es gibt dann nichts Einfaches, als festzustellen, wie viele Menschen auf der Straße waren. Man zählt einfach. So, und das ist das einfachste Mittel, ne? Einfach durchzählen, dann hat man es. So, und ich habe das dann gemacht. Es gab dann eine Demo, da hat tatsächlich jemand
von der Corona-Demo. Der hat dann selber halt die Demo gefilmt, von Anfang bis Ende und auf so einer Brücke, und da ist die gesamte Demo durchgelaufen. Ja, man konnte einfach zählen, okay, wenn man schlau ist, dann zählt man nicht nur, sondern man multipliziert. Ne? Man lässt halt 2 Minuten lang Leute durchlaufen, zählt dann, wie viele Leute sind das. Okay, 100 Leute sind in 2 Minuten durchgelaufen, dann sind das in 2 Stunden multipliziert so und so viele. Ne? Und kann dann vielleicht noch ein bisschen variieren, vielleicht laufen mal mehr durch, mal weniger. Aber ungefähr hat man dann die Zahl der Menschen, die da durchgelaufen sind. Man kann dann sehr gut abschätzen, ob das 16.000 waren oder ob das 1 Million waren. Ja, und ich habe das dann gemacht. Und es waren 16.000, ne? So 16.000 und nicht 1 Million. Aber das Spannende war einfach, ich bin damit nicht durchgekommen. Ich bin auch bei meinen Bekannten nicht durchgekommen, die dann auch bei der Demo waren, die steif und fest behauptet haben, nein, es waren 1 Million. Ich sei ja nicht dabei gewesen, ich könnte das gar nicht beurteilen. Ne? Und also das ist halt diese Beschwörung, die Beschwörung der Wahrheit. Es muss wahr sein. So. Und man ist dann auch nicht mehr mit dem Zählen gegenüber, ist man dann noch aufgeschlossen. So, und das macht so diese Unterschiede aus zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungsideologie. Okay, kommen wir halt zur AfD. Bei der AfD, als das anfing mit Corona, ich weiß nicht, ich habe das zum ersten Mal auch tatsächlich bei einer AfD-Veranstaltung 2019, da saß ich mit einem Kollegen, der auch zur AfD forscht. Wir haben da, saßen so wie hier in so einer Kneipe, haben aber nach der Veranstaltung einfach gegessen. Da meinte er, der guckte so im Fernsehen und meinte, ey, die haben in China gerade 1 Millionenstadt abgesperrt. Das ist ja krass. Und ich habe 1 Millionenstadt abgesperrt, heftig. So, ne? Und ich dachte aber, okay, sowas wie Vogelgrippe oder so, kennt man ja aus. Ne, das, aber dann wird das immer mehr mit diesem Corona. Und dann habe ich gedacht, ja, Corona, das ist doch, ist das ideale Thema für die AfD oder für eine faschistische Gruppierung. Ne? Weil es gibt ja nichts, was besser halt was einer faschistischen Regierung oder einer faschistischen Partei besser in den Kram passt als eine Seuche. Weil mit einer Seuche kann man sämtliche demokratische Rechte beschneiden, man kann Ausgangssperren verhängen, man kann Demonstrationen verbieten, man kann Meinungsfreiheit verbieten, man kann alles Mögliche verbieten mit der Seuche. Ja, das ist eine Seuche sowieso ein Begriff, der auch von der ganzen Argumentationsweise sehr gut passt. Ne? Und da dachte ich eben, okay, die AfD wird das aufnehmen und die werden halt fordern, dass die Restriktionen in Deutschland ganz hart, knallhart sein müssen, die Grenzen müssen dicht gemacht werden, keiner darf nach raus, keiner darf nach rein. Ne? Und tatsächlich war dann halt die AfD am Anfang auch so drauf. Ne? Die ersten Äußerungen von Alice Weidel und so weiter, die gingen in diese Richtung. Ne? Wir müssen halt aufpassen, wir müssen jetzt vorsichtig sein und so weiter. Ne, die waren halt unklar. Ich habe da jetzt ein Video vorbereitet, ich hoffe, das klappt. Genau, das ist halt Herr Böhringer von der AfD im Gespräch mit Jürgen Elsässer vom Compact TV. Ist es, glaube ich, schon nachgewiesen, dass die Grundimmunisierung der Bevölkerung noch nicht da ist, im Gegensatz zum Influenza-Virus. Und deshalb ist es halt, ist jeder praktisch anfällig. Es macht nicht jedem was aus und viele Immunsysteme schaffen das. Aber 5% oder 1% Tote bei einer kompletten Durchseuchung der Bevölkerung ist halt hässlich. Das sind halt mehr als 20.000. Und deswegen nimmt es die Regierung ernster als sonst. Und dieses Argument kann ich nicht völlig beiseite wischen. Noch nicht. Und davon hängt halt alles ab. Und wer was anderes sagt, wer sagt, wir müssen sofort wieder aufmachen, wer das heute schon sagt, der sagt implizit, okay, wir lassen es geschehen. Wir müssen es geschehen lassen, so wie wir jede Grippewelle einfach geschehen lassen. Nur es hat halt 2 Nachteile. Erstens die etwas höhere Todesrate und zweitens der fehlende Impfstoff noch. Solange der Impfstoff nicht da ist, wird man damit implizit Leute zum Tode verurteilen. Weitgehend über 80-Jährige, okay, aber noch wehren sich die, das sind gar nicht so wenige. Und noch ist das moralisch in Deutschland nicht durchsetzbar. Und da was halt dann politisch, kann eine Partei jetzt schon völlig für dieses Szenario sein. Wir tun uns tatsächlich auch selbst mit dieser Frage nicht schwer. Das ist nämlich schwer, denn genau das ist die Frage, die wir uns auch stellen. Können wir es fordern? Ich bitte da noch um eine Woche Geduld. Ich kann es heute noch nicht beantworten. Aber wir sind vielleicht in der Richtung unterwegs. Ich versuche. März 2020, da ging es gerade los mit Corona. Ja, da waren das waren die ersten Lockdowns. Und
Genau. Kurze Zeit später war dann aber Böhringer, hatte er schon eine ganz andere Position. Man sieht hier Anträge und Aktivitäten halt der AfD-Bundestagsfraktion zur Befristung und Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Das fing schon am 25.03. an, dass gefordert wurde halt eine zeitliche Begrenzung der Corona-Maßnahmen. Dann, also auf 4 Wochen, und es sollte eben keine bedingte Verschuldung geben wegen Corona. Im April keine EU-gesteuerte Corona-Hilfen. Im April Überprüfung der Maßnahmen. Im Mai dann Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite und so weiter. Das heißt, das sollte dort aufgehoben werden. Dann sollte das alles nochmal überprüft werden. Das ist nochmal gefordert worden, das aufzuheben im Mai, ne, und so weiter. Und da fing es allmählich an, ja, im Juli, September und so weiter, wurde immer wieder gefordert, halt das alles aufzuheben mit dem Lockdown, mit den Maßnahmen und so weiter. Und das war vor allen Dingen auch Böhringer. Und Böhringer ist halt jetzt nicht die Höcke-Fraktion, sondern Böhringer ist halt, gehört zu dieser neoliberalen Fraktion. Also bei der AfD muss man wissen, die haben 3 verschiedene Fraktionen. Die haben begonnen mit so einem neoliberalen Flügel unter Bernd Lucke, der damals mit einer Reihe von Wirtschaftsprofessoren gefordert hat, dass der Sozialstaat komplett abgeschafft werden soll in Deutschland. Das war so Lucke, Hans-Ulla Fenkel, diese Leute. Und die haben eigentlich die AfD gegründet mit Geldern von August von Fink und waren so bis 2015 auch führend in der AfD, und nach hat sich eben dann Höcke durchgesetzt, und wir haben jetzt den nächsten Bundesparteitag der AfD im Juni, wo dann eben sehr wahrscheinlich Höcke zum ersten Mal sich in den Vorstand wählen lässt. Das heißt, nach und nach sind die ganzen Neoliberalen rausgekickt worden und der völkische Flügel hat das Sagen. Aber es gibt immer noch Neoliberale. Jetzt gerade in Niedersachsen haben sich auch die Neoliberalen durchgesetzt gegen die Völkischen, also gegen die Faschisten. Der dritte Flügel, das wären dann noch so christliche Fundamentalisten. Ja, auf der einen Seite dann so Evangelikale. Da gibt es dann auch viele Russlanddeutsche, die dann auch eher pro Putin sind, evangelikal pro Putin. Es gibt aber auch viele Ultrakatholiken und eben auch viele, die dann ja, aus ähnlichen Netzwerken sind, die von noch kleineren Kirchen eigentlich kommen. Dann habe ich auch noch aus dem Bundestag von Böhringer. Eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite, welche die Einschränkung von Grundrechten sowie des wirtschaftlichen Lebens gerechtfertigt hätte, bestand vermutlich, zu keinem Zeitpunkt, spätestens jedoch seit Mitte März nicht mehr. Als der Lockdown des Landes am 25. März verfügt wurde, war die Corona-Infektionswelle bereits am Abklingen. Es ist interessant, dass jetzt schon Zwischenrufe kommen. Das ist alles faktisch. Das wussten RKI und damit auch die Bundesregierung spätestens seit dem 20. März. Neue Ergebnisse bestätigen, dass die wahren Durchseuchungswerte in der Bevölkerung um ein Vielfaches höher sind als angegeben, wodurch die Gefährlichkeit des Virus objektiv der einer gewöhnlichen Grippe entspricht. In Ischgl etwa mit... Okay, also ich glaube, es ist deutlich geworden, es geht die ganze Zeit so weiter. Also seit dem Zeitpunkt, seit Juli 2020, ist die AfD also quasi voll auf Linie halt mit den Corona-Leugnern. Leugnerin, Verharmloserin, und hat seither dann eben auch versucht, Einfluss zu nehmen. Und die haben auch immer wieder behauptet, Corona sei vorbei. Also da gibt es auch Aussagen von Höcke, von, weiß nicht wann das war, ich glaube im Sommer 2021 ist das Corona vorbei. Ja, und danach kam dann eine ziemlich krasse Welle, und das ist halt zur AfD. Das heißt, die haben eigentlich gar nicht direkt am Anfang das gesagt, die haben versucht, einen Standpunkt zu finden. Und der Standpunkt wurde gefunden von Böhringer, also vom neoliberalen Flügel der AfD. Die haben quasi vorgegeben, wir schließen uns diesen Corona-Protesten an. Dann haben sich allerdings auch die Nazis halt dem angeschlossen, was ich eben sehr verwunderlich finde, aber ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass die Nazis nicht an der Macht sind. Ich glaube halt, wenn die Nazis an der Macht gewesen wären, wären die ganz anders mit Corona umgegangen, als wenn sie halt nicht in der Macht sind, weil man einfach sowas nutzen kann, ja, um Demokratie nochmal weiter abzuschaffen. Auf diesen Punkt, da würde ich nur ganz kurz eingehen, da können wir in der Diskussion später noch weiter drauf eingehen, ja, weil ich denke, das ist halt beliebig, ja, also das ist kein tatsächliches Nazi-Thema, da geht es nicht um Ausländer raus oder so,
Da geht es nicht um Rassenhygiene, da geht es eher im Gegenteil. Da geht es um Freiheit. Ne? Und das ist eigentlich kein wirkliches Thema der Nazis. Ich denke, dass die machen das, um Leute zu rekrutieren, um halt gegen die Globalisten zu kämpfen mit irgendwelchen absurden Theorien, dass da irgendwelche Globalisten an der Macht sind und die müssen wir jetzt bekämpfen, das sind Besatzer und so weiter. Ne, das ist halt, das ist quasi vorgeschoben. Das ist aber kein genuines Thema eigentlich von Nazis. Und dennoch haben sie halt überall versucht mitzumischen und auch damals, als diese großen Demonstrationen waren, mit 16.000, das ist ja auch eine große Demonstration, das ist keine Millionen-Demo, also keine richtig große Demo, aber schon auch eine größere Demo. Da wurde ja auch immer wieder behauptet, da laufen keine Nazis mit. Es gab auch Aufnahmen halt von Leuten, die gesagt haben, gucken Sie sich doch um, hier laufen keine Nazis und im Hintergrund sah man dann die schwarz-weiß-rote Fahne. Das waren so typische Aufnahmen von damals. Also die waren tatsächlich auch sehr früh schon mit dabei und die versuchen das natürlich zu nutzen. Da werde ich ganz zum Schluss nochmal drauf eingehen. Und das sind dann quasi so Querfront, Querfront-Bündnisse, Querfront-Demonstrationen, wo dann tatsächlich auch Leute, die eher emanzipatorisch eingestellt sind, die links eingestellt sind, dann plötzlich rüberrutschen können, ne, in die rechte Szene. Da gehe ich dann zum Schluss noch. Und das ist halt deren Ansatz. Hier eine Gruppierung, die von sich reden gemacht hat, auch in Münster, war dann die Patriotic Opposition Europe mit Eric Graziani, ist hier zu sehen. Das sind dann halt Nazis, die bundesweit auftreten, aber die sind auch in Münster aufgetreten. Und da war dann Frank Faune, einer der zentralen Figuren hier im Münsterland, der hier überall mit seinem Auto Ärzte für Aufklärung dann Aufklärung betrieben hat. Frank Faune war dann eben auch mit dabei. Ja, man sieht hier die Nazi-Gruppierung, wo er dann auch seinen Wagen als Lautsprecher zur Verfügung stellt. Wo ich mich eben stärker mit beschäftigt habe, das sind dann eben die rechtslibertären Einflüsse, weil bei den Völkischen das eher ein Thema ist, wo die versuchen, Land zu gewinnen, wo sie halt versuchen, Leute zu gewinnen, ne, und wo sie halt versuchen, vielleicht doch einen Umsturz hinzubekommen, ist das halt bei den Rechtslibertären tatsächlich deren Thema. Ja, also wenn halt radikale FDPler, wie soll man die nennen, also Neoliberale, die halt den Staat einschränken wollen, wenn die an der Macht sind, dann gibt es da keinen Lockdown. Ne, dann gibt es da keine Maskenpflicht. Das ist tatsächlich deren Thema. So, das ist deren Ansatz. Von daher ist das halt nochmal ein Unterschied. Es gibt verschiedene Rechte. Ich hatte ja gesagt, es gibt so drei verschiedene Rechte. So fundamentalistische Rechte, Klerikalfaschisten. Es gibt dann die typischen Nazis oder Faschisten. Und es gibt Rechtslibertäre, die auch die Demokratie abschaffen wollen und die vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten immer stärker werden und auch in Deutschland immer stärker werden und auch einen Einfluss haben innerhalb der AfD und auch einen Einfluss haben in der FDP. Und die treffen sich in sogenannten Hayek-Clubs und in der Hayek-Gesellschaft. Und die Friedrich A. von Hayek-Gesellschaft, also Hayek war einer der Vordenker von diesen Neoliberalen, ein Österreicher, deswegen nennt man das auch österreichische Schule, also von Mises und von Hayek. Die heißen eigentlich Mises und Hayek, also von ist in Österreich verboten, aber die werden trotzdem von genannt und da sieht man ja auch, so viel haben sie es nicht mit Aufklärung und Freiheit. Ton hat auch immer wieder Adel. Haben auf ihrer Website einen eigenen Reiter, ne? Und ein eigener Reiter Coronomics, ne? Also nur zu Corona. Das ist tatsächlich deren zentrales Thema gewesen in den letzten 2 Jahren. Sehr viel stärker als bei Höcke oder als bei Faschisten. So, weil es eben tatsächlich auch dieses Bild halt gegen Freiheit, also Wirtschaftsfreiheit, ne, gegen Sozialmaßnahmen, da sind die natürlich immer für Wirtschaftsfreiheit. Und das sieht man dann auch bei den ganzen Überschriften, ne? Impfsozialismus zum Beispiel, die haben Impfsozialismus beklagt, es gibt in Deutschland einen Impfsozialismus. Ja, dieser Impfsozialismus ist quasi die Fortsetzung von dem Klimasozialismus, den wir haben. Ja, Klimapolitik, das ging da quasi in eins über mit Corona-Politik. Das wird ganz großartig unterschieden, das ist beides das Gleiche. Ja, der Klimasozialismus und der Impfsozialismus, der Corona-Sozialismus gehen Hand in Hand. Ich muss jetzt da gar nicht auf die ganzen einzelnen Dinge eingehen. Die Leute sind vielleicht nochmal spannend. Roland Vogel zum Beispiel war einer. Ganz am Anfang war er mit dabei bei der AfD als
Bernd Lucke mit seinen ganzen Wirtschaftsprofessoren die ganzen Landesverbände besetzt hat mit seinen Leuten. Da war Roland Vogel in Baden-Württemberg, war da, glaube ich, aktiv. Und der hat auch ein Papier geschrieben, wo er laut nachgedacht hat, ob man nicht Arbeitslosen das passive Wahlrecht entziehen sollte. Dass sie nicht mehr antreten dürften zur Wahl. Wobei so viele Arbeitslose treten ja gar nicht an zur Wahl. Aber da hat er laut gedacht, sowas könnte man ja auch machen vielleicht in Deutschland. Ja, das heißt, die sind tatsächlich auch demokratiefeindlich. Ja, das ist weniger bewusst. Dann Leute wie zum Beispiel Ulrich von Sundholm. Ja? Ulrich von Sundholm aus Münster, Hayek Club Münsterland, hat hier gelehrt an der Uni Münster. Oder lehrt vielleicht immer noch, weiß ich momentan gar nicht. Und sein Kollege Dilger war damals Landesvorsitzender der AfD in Nordrhein-Westfalen. Ist dann aber auch sehr schnell abgesetzt worden. Ne? Philipp Bargus vom Mises-Institut oder auch Polleit, Thorsten Polleit vom Mises-Institut. Polleit sagt, der ist kein Neoliberaler. Der sagt, dass Neoliberale wollen den Staat zurückdrängen. Und Polleit sagt, nee, ist nicht. Wir müssen den Staat komplett abschaffen. Der Staat ist inakzeptabel. Also die Demokratie muss abgeschafft werden, der Staat muss abgeschafft werden. Das ist auch ein Professor, der lehrt. Der hat einen Lehrauftrag. Und genau, davon gibt es eine ganze Reihe. Und die sind halt sehr aktiv. Schäffler zum Beispiel, FDP, der neoliberale, libertäre Rand der FDP. Und die bringen diese ganzen Argumente rein. Das sind diejenigen, die sehr viel versierter als jetzt irgendwelche Nazis auf der Straße Begriffe prägen und auch international vernetzt sind. Und dann eben solche Begriffe wie Impfsozialismus oder solche Begriffe dann eben sich ausdenken und voranbringen. Man sieht hier den Hayek Club Münsterland. Hayek Club Münsterland, die haben sich 2018 noch vor Corona getroffen und haben wegen einer Preisverleihung, und die Preisverleihung war an die sogenannte Anti-Greta, damals war noch nicht das Thema Corona, damals war das Thema Klimaschutz oder Klimamaßnahmen, und den Preis hat Naomi Seibt gewonnen. Naomi Seibt hier, die von Anfang an schon ganz früh halt bei diesem Hayek Club Münsterland mitgemacht hat, weil ihre Mutter auch da aktiv war. Und Naomi Seibt hat dann Jahre später auch für die AfD Corona-Vorträge gehalten. Ja, und hat dann gesagt, ja, ein Virus ist noch nie, man hat noch nie diesen Virus gesehen, den Coronavirus. Ja, und hat das sehr belehrt, mit so einem Schulwissen dann auch erklärt alles, dass es diesen Coronavirus eigentlich gar nicht gibt. Und sie macht tatsächlich auch Karriere. Sie war dann irgendwann in Spanien und ist da vom Heartland Institute entdeckt worden. Und ihr eigentliches Thema ist aber Klimapolitik. Ne? Das ist eben Klimalüge und so weiter. Ja, und nebenher macht sie dann auch so ein bisschen Corona-Lüge. Ne? Das ist so. Und wer noch dabei war, war dann eben hier Max Otte. Ne? Max Otte ist auch bekannt. Max Otte ist eben der Chef der Werteunion der CDU. Und gleichzeitig sagt er, er wählt die AfD. Und war auch in der Desiderius Erasmus Stiftung von der AfD aktiv. Und Klaus und Birgit Kelle. Klaus Kelle, der will sowas gründen in Deutschland, was es in den Vereinigten Staaten schon seit Jahren gibt, die sogenannte CPAC. Das ist ein Think Tank. Das ist halt ein Kongress, der jedes Jahr stattfindet, wo Tausende von Leuten hingehen. Und das sind halt die Republikaner, die dann halt da ihre Treffen haben. Das ist dann nicht direkt republikanisch, aber vom Umfeld her. Das sind riesengroße Konferenzen, CPAC. Und seine Frau Birgit Kelle ist eine der führenden Antifeministinnen in Deutschland. Die sind beides CDU-Mitglieder. Das ist jetzt nicht AfD, aber die arbeiten auch mit denen eben zusammen. Und Ulrich von Sundholm hatte ich ja gerade schon angeführt. Interessant dann noch Lüttmann. Der ist der Chef des Hayek Club Münsterlands und gleichzeitig der Bereichsleiter von die Gussauer Goldhandel in Düsseldorf. Und die Gussauer Goldhandel gehört zu August von Fink. Und August von Fink hat damals die AfD mitfinanziert. Es gab dann auch einen eigenen ideologischen Apparat bei die Gussauer Goldhandel. Und der Geschäftsführer von die Gussauer Goldhandel, Markus Krall, spricht eben auch ständig vom Corona-Klassismus, vom Corona-Sozialismus, von Klimasozialismus und will auch mit einer Revolution, mit einem Umsturz, mit einem blutigen Umsturz die Demokratie abschaffen. Das Wahlrecht für Arbeitslose soll abgeschafft werden. Und die haben eine eigene Organisation gegründet, die nennt sich Atlas-Initiative. Die Atlas-Initiative wurde zum ersten Mal erwähnt, auch beim Treffen beim Hayek Club Münsterland. Da hat er zum ersten Mal von der Atlas-Initiative gesprochen.
und ich bin in einer Telegram-Gruppe der Atlas-Initiative. Und die posten jeden Tag, weiß nicht, 20 Statements und 19 von diesen 20 Statements sind zu Corona. Ja, die haben einfach kein anderes Thema mehr. Vielleicht mal hin und wieder nochmal Putin, vielleicht nochmal Klima, vielleicht nochmal irgendwas mit Gewerkschaft, aber ansonsten Corona, 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 ohne Ende. Das ist halt deren zentrales Thema. Das CPAC-Treffen hat es jetzt auch in Ungarn gegeben. Auch da wird diese konservative Konferenz jetzt aufgebaut mit Viktor Orban. Da waren auch aus allen rechten Gruppierungen Leute dabei, außer Le Pen, die war nicht eingeladen und die AfD war auch nicht eingeladen. Aber Birgit Kelle, die Referentin für Deutschland war dann Birgit Kelle, das ist die Frau von Klaus Kelle, die man auch gesehen hat, hier beim Haie Club Münsterland. Das sind halt die internationalen Verbindungen, weil eben auch Trump und CPAC und die Republikaner und so weiter eben auch genauso eben gegen die Corona-Lügen gehetzt haben, wie man das in Deutschland auch kennt. Ne? Dann nochmal zu Telegram. Es war eine dieser Demos damals in Berlin. Da waren dann eben auch Libertäre, die da mitgelaufen sind. Read Mises, not Marx. Also Mises ist einer dieser Vordenker, genau wie Hayek. Das wurde dann gepostet von Caroline Seibt, also der Mutter von Naomi Seibt, die Freiheitlichen vom Mises-Institut. Vielleicht mit guten Ideen für eine verfassungsgebende Versammlung. Also damals waren ja auch bei diesen Demonstrationen große Demonstrationen vor der Botschaft von Russland, 2020 war das, glaube ich, weil in Russland sollte mit Deutschland einen Friedensvertrag schließen. So, weil Deutschland ja keinen Friedensvertrag hat und deswegen gibt es ja auch die Bundesrepublik Deutschland nicht, deswegen leben wir in der BRD GmbH und nicht im wirklichen Staat, weil wir haben keine Verfassung und so weiter. Und dass die Voraussetzung sei eben, dass Russland mit uns einen Friedensvertrag schließt. So, und das heißt, da waren auch sehr viele Reichsbürger mit dabei. Und bei dieser Demo dann eben auch diese Libertären. Und diese Fahne, Don't Tread on Me, das ist eben diese Fahne der Libertären. Und diese Fahne, das war die Demo übrigens auch, wo dann die Reichstagtreppen gestürmt wurden. Und diese Fahne von Don't Tread on Me, die hat man dann ein paar Monate später wieder gesehen, als halt das Kapitol gestürmt wurde. Wenn man da nochmal sich die Videos anschaut, dann achtet mal auf die Fahnen. Das waren hauptsächlich diese Fahnen Don't Tread on Me, diese gelben Fahnen. Das sind die Fahnen von diesen Rechtslibertären. Ja, und auch zur Bewaffnung, auch da eben diese Libertären sind da eben nicht zimperlich. Haie Club Münsterland, ne, da wird dann gepostet, welche Schusswaffen sinnvoll sind, welche Schusswaffen eben diskutiert. Hier oben dann noch bei Pinned Message bei Haie Club Münsterland. Das Webinar mit Peter Böhringer wurde abgesagt. Es soll im April nachgeholt werden. Es wurde abgesagt, weil es war vor den Bundestagswahlen. Das macht sich auch nicht so gut. Und auch diese Verschwörungsideen, wir müssen Deutschland verlassen oder wir bauen halt eher Vorräte mit Bunkern und Schießübungen. Und dann wird da diskutiert, ja, schlechter Satz, gehen Sie davon aus, der Feind liest mit. Und denunzieren gehört jetzt überall zum täglichen Leben, also das, was ich jetzt mache. Ne? Ich bin der Feind, der mitliest. Und dann das Problem ist, ich kenne sonst keinen sicheren Kanal mehr, wo man über Bunker und Schießübungen nachdenken kann. Und auch Christoph Blüttmann sagt dann eben, ja, vor Schießen, es soll demnächst nur noch Jagdscheine geben für Jäger und so weiter. Ja, und diese Gruppierung, die halte ich für gefährlicher als für den Einfluss halt auf die Corona-Demo als die eigentlichen Faschos und Nazis. Aber das sind auch Rechte und die sind gefährlich. Die denken über Bewaffnung nach, die wollen Demokratie abschaffen. Nur eben nicht mit so einem völkischen, rassistischen Denken, sondern mit so einem totalkapitalistischen Denken. Gut, damit wäre ich jetzt eigentlich durch. Ich habe ja versprochen, nochmal zu sagen, warum diese Querfronten, warum diese Demonstrationen so gefährlich sind. Dann habe ich ja zum Beispiel, das ist jetzt nicht von einer Corona-Demo, sondern das war ein paar Jahre vorher bei diesen Montagsdemos. Vielleicht erinnert ihr euch noch Friedensdemos, Montagsdemos von 2014. Das waren auch ganz ähnliche Querfrontdemonstrationen, wo Linke mitgelaufen sind und Rechte mitgelaufen sind. Und da erzählt jetzt eine Frau, eine junge Frau, wie sie halt, wie wichtig diese Montagsdemo für sie waren, um für einen Wandel. Das lasse ich jetzt mal kurz laufen. Als der dich angehörte, fühlte mich vollkommen
aus. Ich denke, aufgrund der ungesunden Überidentifizierung mit der Vergangenheit hat meine eigene politische Entwicklung auch so derart lange gedauert. Aber dann geschah Berlin. Berlin geschah und 2014 geschah und die erste Mahnwache für den Frieden. Letztere war sehr wichtig für mein Fortkommen. Gar nicht so sehr aufgrund der Veranstaltung selbst, obwohl diese toll gewesen ist und ich immer sehr gerne hingegangen bin. Es war ja auch vollkommen bunt gemischt. Alle waren willkommen, egal ob links oder rechts, und es ging um Frieden. Damals war ja die Ukraine-Krise, die Annexion der Krim und Sanktionen gegen Russland die Themen schlechthin. Auf den Mahnwachen ging es aber auch um die USA und ihr imperialistisches Treiben, Finanzmarktkapitalismus und die Rolle der Federal Reserve Bank. Aufgrund des Films Zeitgeist war ich ja schon ein bisschen offener, was diesbezügliche Theorien anging. Was aber der ausschlaggebende Punkt gewesen ist und mich nachhaltig erschütterte, war, als Jutta Ditfurth bei den Öffentlich-Rechtlichen saß und einfach Scheiße erzählt hat, aller, das sind alles Faschisten und Rechte. Ich war ja da. Dort gab es keine Rechten. Also nicht solche, wie ich sie kannte, nämlich mit Glatzen und entsprechendem Auftreten. Es war absolut bunt, wie gesagt. Die Typen, die ich aus meiner Schulzeit kannte, hätten einen Teufel getan, dort auch nur einen Fuß hinzusetzen. Ich würde sogar sagen, die meisten waren links. Doch auf einmal wurde die gesamte Bewegung von den Medien zerrissen und ich, welche mich selbst so derart anti-rechts wahrnahm, war tödlich beleidigt. Als ob ich auf eine Nazi-Demo gehen würde, hallo? Das war der Moment, in dem es erstmals Klick gemacht hat. Hier stimmt was nicht. Die Medien sind nicht neutral. Schlimmer noch, sie berichten nicht die Wahrheit. Exakt zur selben Zeit lernte ich meinen heute besten Freund kennen. Ein 35 Jahre älterer Mann, ein Boomer, auch ein ehemaliger Linker. Und er ist wahrscheinlich die wichtigste Instanz, denn sobald wir aufeinander trafen, ging es irgendwann immer um Politik. Und weil ich auch ihn für seine Bildung und seine Intelligenz schätzte, hörte ich zumindest hin. Ich pflichtete ihm nicht in allem sofort bei. Okay, also das zeigt halt, wie wichtig eigentlich diese Demonstrationen sind für die Rechten. Ne? So, egal, ob es jetzt Corona-Demos sind oder ob das jetzt andere Spurbild-Demos sind, diese Montags-Demos, diese Corona-Demos und so weiter. Und die Frau, die hier spricht, die wird jetzt auch am 10. Juni in Münster sprechen, weil die AfD da ihren Frauenkongress in Münster macht. Und sie ist halt der Stargast. Die hat auch schon bei Schnellroda jetzt gesprochen, also bei Götz Kubitschek und Ellen Kosica und ist quasi eine der zentralen rechten Shootingstars, so ähnlich wie Naomi Seibt. So, und die hat sich quasi erst seit 2014 dann über so eine Demonstration, sagt sie zumindest selber, vielleicht stimmt es auch nicht, aber das hat sie ja selber so erfunden, halt sich dahin entwickelt. So, das nochmal kurz als Gefahr, warum halt diese Demonstrationen so gefährlich sind, auch wenn da jetzt kein Umsturz tatsächlich geplant ist oder möglich ist. Gut, und damit bin ich auch durch und ich denke, jetzt können wir halt gerne diskutieren. Dankeschön. Also eine Sache hat auch meine Neugierde geweckt, der Begriff Impfsozialismus, was verstehen die denn darunter? Ich kann damit fast nichts anfangen. Die haben halt, genau wie die völkischen Rechten, haben die auch Feindbilder und hätten ein ziemlich klares Schwarz-Weiß-Denken. Und das Schwarz-Weiß-Denken ist es gibt eben, Menschen sind für Freiheit, das heißt für Freiheit durch Marsch des Privateigentums, totaler Kapitalismus. Und es gibt Leute, die sind Sozialisten. Ne? Also Merkel, so große Teile der FDP, das sind alles Sozialisten. Und natürlich auch SPD und Sozialisten erst recht. Und Sozialismus ist quasi alles, was irgendwie gegen die Freiheit ist. Und gegen die Freiheit heißt, irgendwelche Einschränkungen, die irgendwie den Markt nicht gut tun würden. So. Und deswegen auch Klimasozialismus, Corona-Sozialismus, Impfsozialismus. Wir sind dafür, dass man einen ultimativen, freien Kapitalismus bekommt. Also, dass man halt weniger Sozialabgaben und halt das normale Bursche alles reguliert. Ja, genau, das ist halt so eine Bandbreite. Es gibt die Neoliberalen, die findet man ja zum Großteil auch in der FDP, zum Teil auch in der CDU und eigentlich ja sind auch Sozialdemokraten seit den 90er Jahren mehr und mehr neoliberal geworden. Naja, da gibt es eine Bandbreite. Und die Hardcore-Leute, das sind dann die sogenannten Libertären, das hat sich in den USA auch gespalten, so, die sagen, Staat komplett abschaffen. Es soll überhaupt kein Sozialstaat mehr geben, es soll überhaupt keine Hilfen geben. Das ist halt so diese Bandbreite. Die einen wollen so einen Nachtwächterstaat, die sagen, der Staat ist wichtig, damit das Eigentum geschützt wird von der Polizei. Und die anderen sagen, nee, auch die Polizei kann man noch privatisieren. Das ist ja der Unterschied. Das geht noch nicht.
Es gibt eigentlich auch Rechtslibertär und Linkslibertär. Ne? Also Libertär ja, ist genau. Eigentlich ein anarchistischer Gedanke. Aber. Genau, ja, Libertär ist, ich nenne die eigentlich auch nicht Libertär, ich nenne die jetzt Libertär, ich nenne die eigentlich Proprietaristen. Von Proprius Eigentum, die wollen den Eigentum beschützen, Eigentum. Und die haben nichts mit Libertär zu tun, weil Libertär meint eigentlich sowas wie Sozialanarchismus, so ein mit feministisch, also feministisch ausgerichteter Sozialanarchismus. Ja, das wäre quasi das Gegenteil von dem, was hier unter Libertär zu verstehen ist. Joachim hat noch eine Frage? Ja, ich wollte da gleich widersprechen. Ich würde gerne bei Libertär bleiben, um diese Position zu kennzeichnen. Gerade auch, wenn man sich die Auseinandersetzung um den Einfluss der Rechten auf die Corona-Verharmloser hier in Münster anschaut, die sich ja sehr stark auch entzündet hat um dieses Anzeigenblättchen Nadan, ja, die sich ein Stück weit auch zum Sprachrohr gemacht haben der Corona-Verharmloser. Mhm. Und da ist, glaube ich, eins ganz wichtig. In der öffentlichen Selbstdarstellung ist bei den Rechtslibertären die Frage des Eigentums nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die persönliche Freiheit. Nicht unbedingt, das ist klar, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft persönliche Freiheit nur über Eigentum und Vermögen zu realisieren ist. Aber in der Argumentation steht nicht die Frage des Eigentums im Vordergrund, sondern es steht die Frage der absoluten persönlichen Freiheit, unbeschränkt von gesellschaftlicher Verantwortung im Vordergrund. Und da schlossen sich dann auch die Kreise zu den Corona-Verharmlosern, dass man gesagt hat, Impfpflicht oder ein Impfdruck ist ja eine Verpflichtung zur gesellschaftlichen Verantwortung. Denn Impfen macht man nicht hauptsächlich, um sich selbst zu schützen, sondern um in einer Gesellschaft eine Seuche sich nicht ausbreiten zu lassen. Das ist der Zweck von Impfung. Und das wurde abgelehnt mit dem Argument, nein, grundsätzlich darf die Gesellschaft auch in einer solchen katastrophalen Situation keine Zwangsmaßnahmen durchführen, die die persönlichen Freiheitsrechte einschränken. Das war die Hauptargumentationslinie. Und nicht etwa die Frage, man nimmt mir Geld weg oder man nimmt mir Eigentum weg oder so. Dass das dann nachher sozusagen auf das Eigentum übertragen wird, das ist klar. Aber wichtig für die öffentliche Debatte ist, dass hauptsächlich mit uneingeschränkten persönlichen Freiheitsrechten abseits jeder gesellschaftlichen Verantwortung argumentiert wird. Deswegen finde ich auch den Begriff Libertär da richtiger, ja, oder diese Position. Leider ist es so, dass es da bestimmte Überschneidungspunkte mit anarchistischen Positionen gibt, aber das ist ein Problem des Anarchismus, ja, nicht der Darstellung der Position. Ja gut, aber von der Geschichte her ist der Begriff Libertär gegen Proudhon, also gegen halt genau gegen diesen Freiheitsgedanken von Proudhon gesetzt worden für Feminismus und für einen sozialen Anarchismus. Das heißt, Libertär meint tatsächlich eben nicht dieser individuelle Egoismus, sondern Libertär meint tatsächlich einen sozialen Anarchismus, einen sozialen feministischen Anarchismus. Das ist eigentlich der Begriff Libertär, da gibt es eine Begriffsgeschichte, ne, und die Rechten haben sich den quasi gekapert, den Begriff, und das machen die immer. Und bei dieser Argumentation jetzt, gut, das ist halt deren Rhetorik, aber letztlich geht es natürlich schon um Waren, dass eben niemand irgendwie der Marktwirtschaft da irgendwie reinfuchsen darf. Das ist immer irgendwie die Gewinnmaximierung an erster Stelle steht. Das ist eine Frage. Das ist die Gefahr halt. Du warst noch nicht, hast du keine Frage gestellt. Genau. Ja, ich wollte eigentlich nur quasi eine kleine Zwischenbemerkung. Also was ich würde in der Hinsicht bei dem Libertären ein bisschen, ja, nicht widersprechen wollen oder hinzufügen wollen, dass ich den großen Unterschied
da sehen würde, dass die Rechtslibertären da halt im Prinzip einen ganz anderen Sozialdarwinismus pflegen. Also das, was halt auch, finde ich, für mich persönlich von Anfang an klar sich unterschieden hat zwischen dem einen und dem anderen, ist, dass, also wo ich halt auch immer noch ein bisschen erschrocken bin, dass so viele Leute das leider nicht verstehen, dass das wie nicht anders ist als Wikipedia, halt dieses nach unten treten, dass man halt bei den Rechtslibertären halt ganz klar sieht, so von wegen, ja, wir wollen Freiheit um jeden Preis, sagen Anarchisten ja von sich quasi auch, nur mit dem Unterschied, dass Rechtslibertäre sagen ja Freiheit, aber auch zum Preis, also auf Kosten anderer, und sei es halt zum Beispiel auf Kosten Gehandicapter oder ja, also Menschen mit Behinderung oder sonst wem, ne? Also Hauptsache meine persönliche Freiheit. Und ich würde sagen, bei Linkslibertären geht es halt eher, entfällt dieser Aspekt halt eher weg. Also das würde ich halt irgendwie ergänzen wollen. Ich bin jetzt halt nicht versiert genug, das irgendwie, nur um das vielleicht ein bisschen einfacher zu halten. Mhm. Ja, du bist doch zuerst der. Ja, das finde ich auch halt. Die Rechtslibertären meinen immer von Freiheit, aber nur für sich selber. Dass sie halt dann in dieser Richtung halt alle ausschließen wollen halt. Auch so, ja, ich will Freiheit haben, aber jetzt Person XY soll keine haben, die halt die Obdachlosen das Recht mehr wählen sollen. Das ist halt wieder der perfekte Vergleich dazu. Die Obdachlosen sollen nicht wählen, haben daran mitgekriegt. Das meinte, das war gerade da, oder? Also, da war ich. Dass die halt meinen, ja, ich will Freiheit haben, aber nur für Deutsche, nur für Arier mit blauen Augen, blonden Haaren oder so. Nicht nur Obdachlose, generell Hartz-IV-Empfänger sollen nicht mehr wählen, die war so eine. Eigentlich geboren sind. Naja, man weiß gar nicht, was in der Welt passiert. Wie erklärt sich eigentlich die relative Stabilität dieser Corona-verharmloser Bewegung? Die erklärt sich dadurch, denke ich mal, dass alle betroffen sind. Es geht ja jeden was an, und zwar massiv. Und bei diesen Verschwörungsideologien hatte ich am Anfang gesagt, das ist, die hängen mit Bild, also nicht nur mit Verschwörungsideologien zusammen, sondern auch mit diesem Beschwören von Wahrheit. Es muss einfach wahr sein, weil das kann nicht anders sein. Und es gibt so viele Theorien und so viele Erklärungsmöglichkeiten, dass man sich das einfach zusammenbasteln kann. Und wenn man dann schon so lange irgendwie demonstriert hat, dann wird man auch nicht einfach sagen, okay, das war alles Quatsch, bleibt man dabei. Das denke ich, das von daher hoffe ich einfach, wenn Corona jetzt demnächst hoffentlich irgendwann vorbei sein sollte, dass dann auch diese ganze Szene auseinanderbricht. Und dann ist die Frage, wie entwickeln die sich weiter? Gibt es dann Leute, die tatsächlich über diese Corona-Demonstration nach rechts gegangen sind? Und können die gewonnen werden quasi für so eine Art Klimaskepsis? Klimawahndemos, und das wären für mich so die Fragen. Oder entwickelt sich da gerade auch was von diesen Corona-Demos in Richtung Putin, ne? Also Putin-Unterstützung. Aber genau. Putine hätte es überhaupt nicht gegeben. Es kann nur Putin geben. Kann eine Putine kann es nicht geben. Ich sage aber Putine zu dem. Okay, Moment, jetzt weiß ich gerade nicht. Gerhard, vielleicht als zweites. Moment. Du wolltest gerade auch noch. Das war also ein sehr guter Input zu den Rechtslibertären, aber ich habe halt ein Problem damit, wenn man sozusagen die Überschneidung der Nazis mit den Corona-Farben außer Acht lässt, weil es ja auch extreme Kontinuitäten gibt. Also die schon im Nationalsozialismus, die Nationalsozialisten, die gegen die Schulmedizin agiert haben, die ideologischen Anknüpfungspunkte, die es immer wieder gibt, also zwischen also in der Esoterik im Nationalsozialismus und der Überschneidung von Corona-Farmlosern mit esoterischen ideologischen Elementen und so weiter. Und auch als ich mich mit Reichsbürgern und so weiter beschäftigt habe, die ja auch sozusagen versuchen, also viele Nazis versuchen sozusagen in kleinen Communities erstmal ihr kleines Reich zu erschaffen sozusagen. Ja? Und das ist ja auch, das hat auch immer mit dem Autonomiegedanken Überschneidung zu linken Bewegungen, ja? Die auch Autonomie irgendwie wollen, aber in einem ganz anderen Rahmen, halt in einem ökologischen, sozialen Rahmen und so weiter. Aber Rechte versuchen das halt auch umzusetzen, nur eben mit einem ausgrenzenden rassistischen Rahmen und so weiter.
Ja, das stimmt. Also es gibt auch, es gab ja hier im Münsterland auch so Treffen halt mit Hamers neuer germanischer Medizin. Ne? So, das ist ja genau das, dieses Denken. Es gibt eine germanische Medizin und das andere ist halt alles jüdisch oder was weiß ich. Ne? Das auf jeden Fall. Ich hatte halt jetzt gedacht, wie wäre das, wenn die jetzt an der Macht wären? Ne? Und da würden die halt, die würden auch einen Lockdown machen. Ne? So. Die hätten allerdings dann auch natürlich sowas wie so ein Gesundheitsgedanke, ja okay, wer zu schwach ist, der stirbt dann eben. Das ist ja auch richtig so. Verdient es ja auch nicht zu leben. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber diese ganzen Maßnahmen, diese Einschränkungsmaßnahmen von Lockdown über Masken tragen und so weiter, ich glaube, das wäre da, wären die an der Macht, würden die es auch durchziehen. Okay. Ja. Gerd? Du hast einen großen Wert darauf gelegt, den Einfluss von einzelnen Menschen auf die oder der organisierten Rechten auf die Szene darzustellen. Mir kam die inhaltliche Auseinandersetzung ein bisschen zu kurz. Also ich finde, man kann Menschen nur überzeugen, wenn man das inhaltlich aufdröselt. Also wenn man beginnt bei den Fragen, welche Position haben eigentlich diese Leute und welche Positionen werden dann von den Rechten da reingetragen? Also wo ist dieser Einfluss inhaltlich? Das ist mir zu kurz gekommen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen aufzeigen? Also es sind ja nicht alle Positionen von den sogenannten Corona-Verharmloser idiotisch. Also da gibt es ja durchaus Überlegungen, wo man sagen kann, da muss man diskutieren, das muss man inhaltlich angehen und nicht einfach sagen, aber du darfst ja nicht mitmachen, weil da ein paar Nazis mitlaufen. Also so kann man keinen Menschen überzeugen. Man muss das inhaltlich machen und das kam ja in deinem Vortrag zu kurz. Der Vortrag heißt der Einfluss der organisierten Rechten, da habe ich natürlich auch gedacht, dass es um den Einfluss der rechten Argumente auf die Position der Menschen geht. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, aber die sind ja extrem vielfältig. Ne? Wir hatten ja gerade diese esoterischen, rechtsesoterischen. Dann ist es ja umso notwendiger, dass du das mal aufdröselst, wenn es vielfältig ist. Dann wird der Vortrag aber 2-3 Stunden lang nicht. Ja, das ist halt das Problem. Ich halte es halt eher für, das kann man machen, das wären dann wirklich eigene Vorträge, ne? weil das so viel ist. Ne? Sich halt und dann ist auch die Frage, lohnt sich das wirklich, sich mit der QAnon-Bewegung inhaltlich auseinanderzusetzen? Ne? Mit den oder mit Echsenmenschen in Jürgen. Das muss man ja nicht jetzt nicht machen. Das ist doch aber ein bisschen sehr weit. Ja, er hat aber sich auf Corona-Argumente bezogen, also auf so medizinische. Ja, aber das ist ja bei diesen Demonstrationen. Ich meine, die Frage ist ja. Und ich weiß nicht, Maßmännchen und die Frage. Die Frage ist doch wirklich, welche Argumente nimmt man da? Und ich glaube halt, bei so Demonstrationen hat man tausend von verschiedenen Argumenten. Ja, das ist ja. Und da habe ich eben zwei große Linien aufgezogen. Das eine ist dann eben die Nazis, okay, da würde ich halt recht geben, die haben auch eigene medizinische Ansätze, die tatsächlich auch querlaufen würden, wahrscheinlich mit der Schulmedizin, aber nicht unbedingt. So, bei den Nazis war das eher eine Instrumentalisierung. Ne? Die wollen halt die Leute auf ihre Seite ziehen. So, wenn die an der Macht werden, würden die aber wahrscheinlich auch einen Lockdown machen. Das wäre so meine These. Bei den Libertären, da habe ich ja das schon gesagt, das ist halt, die wollen die Marktideologie durchsetzen und argumentieren dann damit, dass der Lockdown schadet halt dem Markt. Ne? Der Lockdown, es sterben viel mehr Menschen, wenn wir halt zumachen, weil wir dann nichts mehr zu essen haben. Ne? Das sind dann halt eher so die Argumente, so Wirtschaftsargumente. Und dann gibt es noch diese ganzen vielen individuellen Argumente. Ne? Argumente von, okay, ich will meine Freiheit haben, ne? Mir sagt keiner, dass ich eine Maske zu tragen habe, bis eben dann tatsächlich auch zu diesen ziemlich krassen Argumenten von Echsenmenschen und so weiter. Ja, was sind das im Moment? Ich verstehe das Wort gar nicht. Echsenmenschen. Echsen oder Echsen? Ja, das ist Aliens, dass es Außerirdische gibt, die das Ganze steuern. Ach so, was ist damit? Ich verstehe das einfach. Das ist eine ganz eigene Verschwörung. Das ist ja nicht der von hier, sondern es ist
von den Verschwörungstheoretikerinnen, die ja sagen, es sind Außerirdische oder Echsenmenschen oder was auch immer und die machen das hier alles und deswegen sind wir alle abhängig und fehlgeleitet. Ach so, das ist nicht das Denken hier, sondern. Ja, ich verstehe schon. Genau. Wenn du schlecht betreuen kannst, dann kommst du auch so. Das sind alle Reichen, alle Juden, Echsenmenschen sind die. Nur alle Reichen, alle Juden. Und ich wollte damit sagen, es gibt nicht die eine Linie, es gibt ganz viele verschiedene Argumentationen und die wesentliche ist meiner Meinung nach eben die, die halt von diesen Neoliberalen kommt. Und das ist dann einfach eine Marktideologie. Eine Marktideologie und eine sozial-eugenische. Ne? Wer halt nicht durchkommt, hat Pech gehabt, der ist halt nicht gesund genug. Stärkere setzt sich durch und da treffen sie sich zum Teil auch mit Nazis. So. Okay, schon noch mehr Wortmeldung, also jetzt du erstmal, ja, genau. Ja, ich wollte uns zum Thema kommen, diskutieren halt mit den Leugnern, mit den Sperrfuzzis da. Sperrfuzzis? Ja, was würden wir sonst nennen, aber es ist halt wirklich unheimlich schwierig, weil es halt super schwierig ist, eine Basis zu finden, auf der man halt diskutieren kann. Weil die glauben halt nicht an Öffentlich-Rechtlichen, die glauben nicht an Nachrichten, die haben ihre eigene Information. Das ist immer, man bekommt halt, ich bin auch selber so ganz viel bei Leuten da gewesen und hab die halt irgendwie. Am Anfang wollte ich diskutieren, habe ich gepöbelt. Dann meinte ich auch immer, ja, google mal selber, suchen die und dem Forum. Also man hat mit denen gar keine Grundlage, über die man diskutieren kann. Weil die einfach wirklich stumpf an andere Sachen glauben. Die glauben dann an Echsenmenschen, an die Superobrigkeit, an Bill Gates, Bill Gates 5G. Mhm. Das ist halt super schwierig, ist halt über diese Themen zu reden, weil die gar keine Grundlage haben. Die haben ja nichts mit denen, wo man drüber reden kann. Dann kann ich sagen, ja, ich habe die und die Informationen von dem und dem Fachgenre, ich habe die und die Masterarbeit irgendwie gehört, gelesen, sonst irgendwas. Die glauben daran stimmt nicht. Und deswegen ist es halt so unheimlich schwer, wirklich mit denen in eine wirkliche Konversation zu kommen. Und dass man gleich als Echsenmensch, Faschist, sonst irgendwas bekommt. Oder auch diese Szene, die sich jetzt entwickelt, diese Querdenker-Szene. Die bleibt ja auch. Heute war ich wieder auf der Demo bei denen, also gegen denen halt, zu den Leuten da. Und die haben jetzt halt keine Themen mehr, die besprechen können. So, Corona ist mehr oder weniger aufgehoben, keine Maskenpflicht mehr, keine Impfpflicht. Generell ist nicht mehr im Gespräch drin. Aber trotzdem bleiben ja bestehen. Und von meinem Gefühl her gehen jetzt immer mehr auf dieses Ukraine-Krieg, dass halt Putin gar nicht so böse ist, der kämpft gegen die Echsenmenschen. Ich habe so auch schon gehört jetzt bei diesen Themen, die wir haben. Es ist halt wirklich, es wird super unangenehm, weil man findet gar keine Grundlage mehr, mit dem man reden kann. So. Ich möchte so, ja, ich habe jetzt das und das gehört, so, da passieren die Kriegsverbrechen, glauben sie nicht dran. Die glauben, dass jetzt hier die Schlangeninsel befreit wurde und dass irgendein Scheiß da passiert mit irgendwelchen Pyramiden und weiß Gott, welche Kristall die auch im Spiel da hatten, aber. Da gibt es auch einen Fernsehsender, der das immer zeigt. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Ja. Ich kenne jemanden, der dann immer. Auch ein TikTok, Servus TikTok. Servus TikTok. Oh. Ich glaube, wir bringen das mal gerade ein bisschen runter mit den ganzen Verschwörungstheorien. Was ist Martin? Martin, ja. Der arme Detlef, der hat ja wirklich eine Rednerliste. Ich wollte einen Aspekt bringen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung zum Thema Chile. Das Musterland für Neoliberalismus. Da hat es einen sozialen Aufstand gegeben, Oktober 2019. Und es sind wirklich eine Million auf die Straße gegangen, landesweit. Es hat riesengroße Proteste gegeben und dem Piñera, dem Regierungschef, kam Corona wirklich total zugute, weil der hat dann tatsächlich die Corona-Maßnahmen genutzt, um diese soziale Bewegung zu stoppen. Und wir standen in Kontakt mit Freunden in Chile und einerseits musste man sagen, diese Corona-Maßnahmen sind total wichtig und andererseits musste man sagen, dieser soziale Aufstand ist total wichtig. Und wie kann man den weiterführen, ohne zu Millionen auf der Straße zu stehen? Und das war wirklich eine ganz andere Problematik, als wir hier in Deutschland haben. Also praktisch völlig umgekehrt. Und dann kamen dort in Chile Corona-Leugner, die auch zum Beispiel aus Bereich Esoterik diese Verbindung Propaganda machten, wo man dann sagen musste, ihr habt irgendwie Scheiße im Kopf. Ne?
Weil die, auf der anderen Seite, also sagen wir mal, für die Leute, die wirklich für diesen sozialen Aufstand standen in Chile, war das total schwierig, zwischen diesen Stühlen zu stehen. Einerseits zu sagen, wir müssen uns an diese Maßnahmen halten, weil das einfach sinnvoll ist, weil das für uns alle wichtig ist. Und auf der anderen Seite damit aber im Grunde den Befehl von oben zu befolgen. Und das wollte ich einfach mal so als einen Aspekt mit reinbringen. Und das bestätigt eigentlich das, was du gesagt hast. Wenn so Leute an der Macht sind, die würden diesen Lockdown total durchziehen. Und also denen kam das natürlich total zugute. Ein bisschen später, als es dann abgeklungen ist, hat es dazu geführt, dass tatsächlich ein Delizid durchgesetzt wurde, was jetzt hoffentlich zu einer neuen Verfassung endlich führen kann. Die Abstimmung wird am 4. September sein. Beobachte das mal, weil die Rechten gehen da total auf die Straße und also denen gehören die Medien. Ja? Denen gehören 95% der Medien. Und diese Frau, die man da vorne sieht, ihr Mann ist zum Beispiel total wichtig in Chile, der ein Deutscher leben ist und der total gute Verbindung hat, Cast zu dem rechten Gegenkandidaten. Und also die Neoliberalen gehen im Moment total brechen gegen diese neue Verfassung. Das ist, also da versuchen die auch an die Macht zu kommen. Das passt auch zu diesen neoliberalen Schlagzeilen. Ja. Ich mache hier mal einen Stopp, weil das Ganze ist ein Exkurs. Frau, danke für den. Also Sven von Storcher ist der. Der ist ganz eng mit dem Carsten. Der wäre sogar Regierungsberater vielleicht geworden, wenn der Carsten abgewollt worden wäre. Und zwar sind jetzt zwei ein bisschen her, aber irgendwo hat für mich gesagt, man muss ja auch den Diskurs suchen. Und grundsätzlich ist das natürlich auch so, dass auch ein für mich persönlich ein Narrativ, mit dem man, finde ich, immer aufräumen musste, erstmal zu sagen: Ja, wieso, wir reden doch gerade, hier ist doch Diskurs. Also sag doch nicht, es gäbe keinen Diskurs, wenn du doch jetzt gerade mit mir redest. Das fand ich halt immer sehr, sehr wichtig. Was mir zumindest geholfen hat mit Freunden, die da halt so drohten, in die Richtung zu rutschen, zu sagen, so, du redest jetzt gerade, du hast mich eine halbe Stunde vollgelabert, dann sag mir doch nicht, es gab keinen Diskurs, wenn du mich jetzt gerade die ganze Zeit mit mir redest. Und ich glaube, es sind sehr viele solche Narrative, die da auch geschürt wurden. Und mittlerweile würde ich sagen, dass man sich ja auch grundsätzlich nie selber, also dass man sich immer dabei ertappen wird, dass man irgendeins dieser Narrative irgendwie im Grundsatz irgendwo mitdenkt. Das ist ja, und das hat man bei Pegida halt auch schon gesehen. Bei Pegida, und deswegen sagen wir auch gerne jetzt Pegida mit Biosiegel. Und ich finde, das ist sehr passend, weil bei Pegida hat man das auch gesehen. Da haben sich die Rechten auch hingestellt und sich auf einmal als die Fürsprecher für Frauenrechte hingestellt. Von wegen, naja, die, um das jetzt mal zu zitieren, die vergewaltigen unsere Frauen. Wo ja jetzt auf jeden Fall sehr viel falsch dran ist, was man jetzt schon hört. Weil da ging es nicht darum, dass die wirklich Frauen irgendwie jetzt Frauenrechte oder Feministen waren, die irgendwie Femizide beurteilen wollten, sondern da ging es ja auch letzten Endes hintergründig dann schon darum zu sagen, letzten Endes wollen die halt nur die Angst und den Hass wieder weiter schüren. Und ich finde, das ist in Corona im gleichen Maße letzten Endes passiert, genau wie es bei Pegida schon der Fall war, dass man gesagt hat, ne, da war es nur halt mit Freiheit. Und niemand würde jetzt zum Beispiel sagen, wenn man bei so einer Pegida-Demo gesehen hat, von wegen, naja, wieso, findest du das gut, dass da jetzt irgendwie ein Mädchen vergewaltigt und getötet wurde? Da wird ja keiner hingehen und den Diskurs suchen und sagen, ja, natürlich findet das jeder schlecht, aber deswegen sind die Leute, die das sagen, ja nicht irgendwie, im Gegenteil, die sind ja jetzt nicht wirklich Frauenrechtler oder Feministen, im Gegenteil, sondern alles andere als das. Und ich finde, genau das Gleiche ist bei Corona der Fall gesehen, nur dass es da halt das Schlagwort Freiheit war. Ne? Und Grundrechte. Und deswegen finde ich, ist Pegida mit Bio-Logo vielleicht ganz gut. Ne? Ich meine, das ist ungefähr so wie mit Fanta, nur weil bei Fanta Orange draufsteht, ist es kein Rosa. Ja. Also mich hat die Diskussion hier gerade so ein bisschen an Drosten erinnert, der gesagt hat, wo es dann hieß, ja, jetzt ist ja gesagt worden, der Coronavirus macht blaue Haare. Der Coronavirus macht blaue Haare oder irgendwas. Und da haben sie nichts zu gesagt. Und jetzt ist das ja dann wahr. Das wird dann so ausgelegt, weil sie nichts dagegen gesagt haben, ne? Wird das jetzt so als Wahrheit dargestellt. Dann hat er sich denken, ja, weil ich kann nicht zu jedem Scheiß, der in die Welt gepustet wird, kann ich nicht hingehen und dann jedes Mal Stellung beziehen. Stellen Sie sich vor, ich arbeite.
Und das war, also dieses Interview, das war so top, weil der wirklich der gesetzt und gesagt hat, Leute, das geht einfach nur weil irgendjemand irgendwas rausposaunt. Ich bin auch immer wieder entsetzt, dass Menschen nicht mehr wissen, was eine Meinung ist. Nur weil irgendjemand etwas denkt und das rausposaunt, ist das keine Meinung. Meinung ist das Ergebnis nach einem Meinungsbildungsprozess. Das andere ist eine Emotion oder Hetze oder Manipulation, was auch immer. Aber eine Meinung heißt, ich kriege einen Reiz von außen oder irgendwie, ne, denke ich auch spannend, dann bin ich fasziniert und dann sage ich, okay, ich jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten, natürlich, ne, informiere ich mich und am Ende steht dann meine Meinung und darüber kann man diskutieren. Es sind wie viele Menschen, die angstgeleitet sind, die aufgehetzt sind, die oder ganz gezielt, ne, wie wir gerade gehört haben, manipulieren, das ist keine Meinung. Und deswegen ist das auch nicht durch eine Meinungsfreiheit gedeckt. Und der saß da halt und sagte so, Leute, ich kann doch nicht nur, weil irgendjemand morgens schlecht geschissen hat, ja, mich da hinsetzen und das alles immer widerlegen. Und das ist hier bei diesen Leuten genau dasselbe. Die gehen halt hin und erzählen alles. Dann, also ganz ehrlich, da muss ich wieder an Andreas, danke übrigens für deinen Vortrag, da muss ich wieder an Andreas hinstellen und jeden einzelnen Wurm irgendwo aus dem Kopf ziehen. Noch müssen wir das machen, sondern die Frage ist ja erstmal, mit was haben wir es denn da zu tun? Wenn da jemand wirklich mit einer Meinung, nochmal, ne, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, wenn das eine Bubble ist, wo die Person drin ist, dann kann das natürlich trotzdem die Meinung sein. Das ist dann das, wo du ins Spiel kommst und sagst, hey, komm, ne, da hat jetzt jemand wirklich eine Meinung, aufgrund von Informationen, die fragwürdig sind, sei es drum, aber dann kann man das versuchen. So. Aber auch da wieder, wir haben mit verblendeten Leuten ist nicht reden. Also jeder, der mal mit den Zeugen Jehovas diskutiert hat, weiß, dass das nicht funktioniert. Deswegen heißen diese Leute verblendet und eben nicht irgendwie ja, schluckaufhabend oder sonst irgendwie. Ne? Das ist halt, und deswegen ist das eine, also deswegen ist es auch nicht, es ist nicht, ich habe mir das gerade noch mal kurz aufgeschrieben, Entschuldigung, ich muss das gerade machen. Es ist nicht wichtig, welche genauen Argumente für jede einzelne Gruppierung die Rechten haben. Weil das ist anpassbar. Die Frage ist, welche Rhetorik steckt dahinter, welches System steckt dahinter. Und das ist halt das, ich weiß, ich glaube, ich mache das nochmal ganz kurz, das ist halt dieses übliche Phase 1, du hast recht, ne? Lob, ganz toll, super. Phase 2, du hast den Durchblick. Ja? So, das ist dann dieses Bewunderung, ne? Dass du hier die Person bist. Phase 3 ist, deine Angst ist keine Angst, sondern das ist dein Bauchgefühl. So, der Haus, die Österreicher nennen das immer Hausverstand, das finde ich ein total witziges Wort. Also, ne, so, das ist der Hausverstand, das heißt, das, was du da hast, das ist unfehlbar, weil das ja der gesunde Menschenverstand, wie es bei uns heißt, ist. So, dann kommt die nächste Phase irgendwie, ja, und jetzt es kommt ja noch schlimmer. Das heißt, dann rein in die Angst und dann kommt obendrauf, jetzt erzähle ich dir noch die Geheiminformationen, die du noch nicht hast. Mhm. Von denen die da oben oder wer auch immer nicht will, dass du sie weißt, na, dann kommt das mit der Neugier, wir sind alle irgendwie neugierig. Dann kommt Phase 6, jetzt zeige ich dir noch, wer die Schuldigen sind, nämlich da, da und da. Und dann kommt die letzte Phase und die sind schuldig, weil das System scheiße ist. Und das ist der Moment, wo das rechte Gedankengut passiert wird. Und dann ist das vollkommen egal, ob das jetzt esoterische Menschen sind, die da anfällig sind, weil die keine künstlichen Sachen in ihren Körper lassen und deswegen sie auch nicht impfen lassen wollen. Oder ob das irgendwelche anderen, das kann man, diese Rhetorik und diese Phasen, die kann man immer auf alle, jede Gruppierung anwenden. Man hört den Leuten 2-3 Minuten zu und dann kann man das genau auf die jeweilige Person anpassen. Deswegen denke ich, dass die Systematik dahinter wichtiger ist, als denn tatsächlich, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Ja, wichtig ist ja auch, wir haben es ja dann mit unserem Gesundheitssystem tatsächlich auch mit einem Gesundheitssystem zu tun, was zu kritisieren ist. Das macht das Ganze nochmal schwieriger. Wir haben momentan auch wieder Demonstrationen im Gesundheitswesen, weil da eben Geld in allen Ecken fehlt, beziehungsweise falsch verteilt ist. Und das macht das Ganze einfach schwieriger, weil es gibt ja tatsächlich auch viel zu kritisieren an dem System. So, und das, ich glaube, das ist auch nochmal so eine Motivation halt von Leuten, dass sie dann am Anfang auch da mitgegangen sind, weil die einfach überhaupt kein Vertrauen mehr hatten zu dem Gesundheitssystem. So, und das ist, genau. Und da finde ich es dann natürlich auch wichtig zu diskutieren. Und dann, also, aber dann eben nicht jetzt mit solchen Leuten wie Beatrix von Storche, ich meine, die trifft man eh nicht auf der Straße, aber sondern halt im Umfeld halt von Bekannten, von Verwandten, auf der Arbeit, ne, da finde ich es wichtig zu diskutieren. Und, nur eben, ja,
insgesamt hat man es da eben auch sehr stark mit so Wänden zu tun, die dann einfach, was ich halt vorhin Beschwörung nannte. Ich nenne Ihnen die Zahlen, ich habe gesagt, ich habe durchgezählt, die überhaupt nicht einfach weiter in 7 Millionen. Ne? Da kommt man nicht weiter so. Jo, ich muss mal eben kurz den Überblick malen, aber du. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Vorrednerin hat alles abgecheckt. Sehr gut. Ist doch super. Ja, das ist vielleicht schon ein bisschen. Also, ich habe eigentlich Angst vor diesen Rechtslibertären. Also, gerade wenn ich sehe, wie du uns gezeigt hast, dass die ein bisschen in die CDU hinein vernetzt sind. Und meine Frage, können wir jetzt ein bisschen offen diskutieren, ist, was setzen wir denen eigentlich entgegen? Weißt du auch nicht. Also in erster Linie Aufklärung. Ne? Ich glaube, es ist überhaupt nicht bekannt, wie stark vernetzt sie sind und dass die in den USA wirklich eine sehr wichtige Rolle spielen. Da haben wir, glaube ich, überhaupt kein Bild von. So, ne? Weil für uns sind Rechte, also das fängt ja schon an mit dem Begriff Rechts. Wenn wir rechts denken, denken wir Rassisten und NPD und Björn Höcke und vielleicht noch Beatrix und Storch. Ne? Aber wenn wir rechts denken, denken wir nicht an die FDP oder an den neoliberalen Rand der FDP. So, das ist dann Freiheit, das ist dann nicht rechts. So. Also diese Aktivitäten der Hayek-Gesellschaft, die binden ja eben alles zusammen. Da ist CDU, FDP und AfD ja drin. So, ne? Also das ist ja auch das, was kein Meterbündnis hier in Münster macht, dann auch dagegen zu mobilisieren. Dass sie dann alleine schon mal bei den Hotels anrufen und sagen, die wollen sich bei euch treffen oder so. Und dann... das verunmöglichen dadurch alleine schon, dann so, dass es dann eine kritische Rückfrage gibt. So. Ja. Spaß, was kann man? Jo, ich wollte eigentlich, also jetzt, das kam inzwischen das, was du gesagt hast, das fand ich sehr gut. Und ich habe so ein bisschen immer die Hoffnung, dass diese Taktik, die du geschildert hast, dass die auch umgekehrt funktioniert, dass man auch die Leute, manche von denen zumindest, die vielleicht wirklich verblendet sind und die das nicht mit voller Absicht orchestrieren, dass man die auf diese Weise auch zurückholen kann mit genau der gleichen Taktik. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die Themen, die so ein bisschen kamen, du hast vorhin schon gesagt, Klimawandel ist vielleicht das nächste Thema, was mir aufgefallen ist. Ich bin auch oft bei den Gegendemos gewesen gegen die Schnurbler. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass das Thema Bargeldabschaffung auch da sehr, vielleicht kannst du da ein paar Takte auch noch zu sagen, da so ein bisschen trendet, wie man das nennt. Das wird mir auch interessieren mit dem Bargeld. Soll ich jetzt direkt? Ja, bitte. Also Bargeldabschaffung ist tatsächlich hier auch von Beatrix und Storch ganz früh schon ein Thema gewesen. Und da geht es letztlich darum, dass die, also letztlich geht es in Richtung entweder Goldstandard, ne, dass sie eben also Gold wieder halt als harte Währung haben wollen oder in Bitcoin. Also Kryptowährung. Und da sind die sich noch nicht ganz einig, aber es geht in die gleiche Richtung. Ne, das ist dann, ich habe in meinem AfD-Buch habe ich damals ein eigenes Kapitel gehabt, 2013, die Hartgeld-Essentialisten hieß das. Ne, die gehen davon aus, dass Geld, dass es tatsächlich Geld gibt. Ne, nicht jetzt als etwas, wo man sich drauf geeinigt hat, sondern es ist halt tatsächlich was Echtes. Ne, und nicht einfach eine Übereinkunft. So, und da ist eben die größere Goldhandel natürlich zentral. Die handeln ja mit Gold. Ne? Und das war ja auch die Finanzierung von der AfD über diesen Goldhandel. So, und Goldstandard heißt dann letztlich eben auch eine harte Schuldenbremse. Und da sind wir halt wieder bei den Neoliberalen. Ne? Schuldenbremse heißt dann eben, okay, es gibt keine Verschuldung, es wird dann kein Geld ausgegeben für Ärmere. Da muss dann halt gespart werden. So, und das geht ja dann, das wollen die ja auch genau. Und bei Bitcoin ist es dann, denke ich, so eine, Bitcoin ist ja keine Währung oder diese Kryptowährungen sind ja nicht wirklich Währungen. Das ist ja auch einfach eher eine völlig falsches Verständnis davon, was eigentlich Geld überhaupt ist. Ne? Dass eben hinter Geld eigentlich Arbeit steckt. Ne? Und Arbeit, ich habe so das Gefühl, bei diesen ganzen jüngeren Libertären, die so jetzt anfangen mit Bitcoins und Kryptowährung und Freiheit über alles, dass die eben letztlich nicht wissen, was Arbeit ist. Dass sie nicht wissen, was, und damit meine ich, dass sie nicht wissen, was Care-Arbeit ist. Dass sie nicht wissen, was Hausarbeit ist, was Arbeit ist für Kinder, für Verwandte, für Ältere. Also diese ganzen Reproduktionsarbeiten, dass sie das nicht auf dem Schirm haben. Und das ist so meine Vermutung, dass das
so persönlich dahinter steckt. Das wird dann auch erklären, warum es vor allem jüngere Männer sind, die so darauf abfahren, so auf das Ganze. Und Bargeldabschaffung wird dann, und das war eine Strömung, die halt damals wichtig war, auch bei der Entstehung der AfD. Da haben die auch gesagt, wir müssen unser Gold heimholen, wir müssen das Geld an Gold binden. Und diese Kryptowährungsleute, die haben keine Angst mehr davor, dass Bargeld abgeschafft wird, weil die ja überhaupt staatliches Geld abschaffen wollen. Die wollen nur noch privates Geld. Die scheinen ja trotzdem da die Panik zu verbreiten vor der Bargeldabschaffung. Ich meine, das kennt man ja, das ist alle Jahre wieder ständig heiß, es ist das Bargeld abgeschafft, diesmal wirklich. Ja, aber das mit dem Bargeldabschaffen, die Angst vor dem Bargeldabschaffen ist ja auch die Angst davor, betrügen zu können. So. Wenn es halt kein Bargeld mehr gibt, wenn es halt nur noch Überweisungen gibt, die dann festgehalten werden, von irgendwelchen staatlichen Institutionen kontrolliert werden können, dann kann man ja keine Steuern mehr hinterziehen. So, das ist halt die Angst davor. Wenn es dann hingegen ganz viel Bargeld gibt, das kann man dann irgendwie schwarz irgendwie oder irgendwie bunkern, unterm Kopf gießen und so weiter. Das war die Angst. Aber jetzt mit der Kryptowährung ist es ja so, dass... Ich weiß gar nicht, was die Kryptowährung ist, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht wohl von anderen... Ja. Kryptowährung ist... das werden einfach... das ist jetzt schwierig. Geld, die errechnet wird, Geld, das errechnet wird, mit Hilfe von mehreren Computern. Ach ja. So, dann ist das 1 Euro. Bitcoin-Wert oder einen halben Bitcoin-Wert. Na gut, habe ich verstanden. Bist du gerade fertig? Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir mal eben drei Leute auf einmal ihre Anmerkungen machen und dann kann man vielleicht darauf nochmal antworten oder so, dass wir jetzt so ein bisschen vorankommen gerade und dann vielleicht auch die Redner, dann würde ich auch eher die Redeliste mal schließen dann. Weil, naja, dann sind noch zwei danach, nach den dreien. Ja, gut, also. Du hattest dich gemeldet, oder hast du schon? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Zurückgezogen. Okay, alles klar. Du. Ich kann dir was sagen, keine Sorge. Ich finde es nochmal, in dem Zusammenhang habe ich auch in der Diskussion erlebt, interessant, dass die Leute sagen, ich bin eigentlich links oder so, oder ich bin noch kein Rechter. Und dann muss man mal nachfragen, was verstehst du eigentlich darunter? Und mir fällt dabei auf, dass der entscheidende Punkt ist, oder was ich dann antworten kann, auch zu sagen, ob man links oder rechts ist, hängt sehr stark davon ab, welches Wirtschaftssystem man eigentlich haben möchte oder was man meint, das Wirtschaftssystem aktuell auch ist und wie das aussehen soll. Und dann stehen die Leute vor einem großen Fragezeichen und sagen, Wirtschaftssystem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Ich bin zwar Linker, schon seit ich denken kann, aber Wirtschaft, keine Ahnung, wie das aussehen soll. Und da merke ich dann schon, dass man da vielleicht, deswegen finde ich, passt das wieder zum Vortrag auch so, muss man sich mit beschäftigen. Also wie man das dann auch in der Diskussion halt führt. Also vielleicht ist das gar nicht so wichtig, ob du Linker oder Rechter bist an der Stelle, sondern vertrittst da jetzt eine Position, aber wenn du von links und rechts, oder wenn wir von links und rechts reden, dann müssen wir auch davon reden, wie das verknüpft ist mit dem Wirtschaftssystem. Es gibt Gesellschaften, die denken völlig anders. Und es gibt ja völlig andere Wirtschaftssysteme noch als unser Wirtschaftssystem. Es gibt also, das ist jetzt mir alles ein bisschen zu westlich, sag ich mal. Es gibt völlig andere Wirtschaftssysteme. Da gibt es, hinter Martin, rechts. Du hattest ja auch welche Wirtschaftssysteme gibt es denn? Ich schau mal vor die IBAN in Borneo. Regenwald, der ganze Jakarta wird jetzt verlegt, auch der Regenwald ist bald weg, ganz Jakarta wird verlegt, also haben wir sofort, Jakarta wollen sie verlegen. Ja, mein Argument war ja nur dieses, dass die Frage, ob man links oder rechts ist, also die kann man nur dann beantworten, wenn man sich auch mit der Frage auseinandersetzt, wie wir unsere Wirtschaft eigentlich organisieren wollen. Ganz unabhängig davon, was da am Ende konkret bei rauskommt, ist das eine entscheidende Frage. Wenn man sagt, mit Wirtschaft kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich bin trotzdem links, das funktioniert so nicht. Also dann hast du zwar zu bestimmten gesellschaftlichen Themen Positionen, die können so oder so ausfallen, aber du bist dann noch nicht automatisch links oder rechts an der Stelle. Okay, Entschuldigung, ich habe
bin ich dran gekommen. Ja. Nur versucht, da nochmal zurückzugreifen. Okay. Habe aber nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, dann. Also mir fällt auf, hier in den Gesprächen und so, dass es schon wichtig ist, dass wir im Auge behalten, dass selbstverständlich Narrative immer versucht werden, also die zu kapern und für sich zu vereinnahmen. Ja? Also die narrative Freiheit und Gerechtigkeit, ja? Das sind wohl die meistmissbrauchten Narrative, die wir überhaupt kennen. Und die werden überall missbraucht. Ja? Und Leute wie Donald Trump oder sonst wer, ja, da sieht man ja, mit welcher Skrupellosigkeit die versuchen, Dinge einfach umzukehren, ja, oder zu leugnen oder einfach wegzudrängen auf so plumpe Art, dass dann auch die Leute hingehen und sagen, ja, das ist ein starker Typ, ja, weil der so dreist ist. Ja. Also diese Emotionalität der Rechten in der Plumpheit ihres Denkens, ja, das ist, finde ich, irgendwie auch ein wichtiger Aspekt. Wir müssen aber andererseits, und das finde ich sehr wichtig, wir dürfen nicht zu pauschal werden in unseren Einordnungen. Wir müssen schon uns die Mühe machen und auch mal hinschauen und auch, wie das vorhin zum Beispiel hier, fand ich, ein bisschen aufkam, ne? Der Einwand, wir müssen schon noch auf die Argumente eingehen, wenn wir das überhaupt nicht mehr brauchen, weil wir uns so sicher sind unserer Position, dann wird es echt problematisch, auch für uns. Ja, das wollte ich nur sagen. Alles gut. Okay. Ich möchte auf die Frage eingehen, die Rechtslibertären, was kann man gegen die unternehmen? Der Hayek, von dem die Rede war, der hat sein maßgebliches Werk 1946 veröffentlicht. The Road to Serfdom, der Weg in die Sklaverei, als eine Kritik am damals gerade entstandenen US-amerikanischen Sozialstaat. Da haben wir im Wesentlichen gesagt, dieser Sozialstaat, der klemmt die ganze unternehmerische Initiative so fürchterlich ein, dass wir gar nichts Neues mehr entwickeln, dass niemand mehr Lust hat, was zu erfinden. Lauter Abgaben, lauter Vorschriften, lauter Manager, die alles einkasten und die Freiheit stirbt. Er meint eigentlich die Freiheit des Unternehmers, ja, die da beschränkt. Aber 1946 habe ich als Freiheit des Unternehmens keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Weil alle Welt wusste, der ungezügelte Kapitalismus führt zu Weltkriegen und zu Faschismus. Das hat damals ja sogar die CDU erkannt in ihrem Programm. Deswegen gab es einen Schwenk in der Argumentation zu sagen, ich argumentiere nicht für den unregulierten Marktkapitalismus, sondern ich argumentiere für die Freiheit. Ja, und Freiheit des Unternehmers, das wäre natürlich zu durchsichtig, sondern für die Freiheit insgesamt des Individuums. Dass dabei dann auch die Freiheit des Unternehmers mit abfällt und höhere Profitraten, fällt vielleicht dann nicht so auf. So, was man daraus eigentlich lernen kann, ist, man muss diesen Freiheitsbegriff viel kritischer betrachten, auch in unserer politischen Auseinandersetzung, und sagen, wessen Freiheit meinst du denn, wenn du von Freiheit sprichst? Ja. Ja? Und Freiheit hat was mit sozialen Rechten, mit Freiheit von Armut, von Deprivation, von Unterdrückung der ökonomisch schlechter Gestellten zu tun. Die bekommen ihre Freiheit, indem sie soziale Rechte erhalten und durchsetzen. Das heißt, diese Verkettung, diese Koppelung des Kampfes um soziale Befreiung und dadurch entstehende Freiheitsrechte, die müssen wir viel stärker in die Knie. Das ist heute eher getrennt. Ja? Da gehen die Gewerkschaften auf die Straße und sagen, okay, Inflation 8,2%, die IG Metall, oder die UKM-Beschäftigten sagen, wir wollen Tarifvertrag für die Entlastung in der Pflege mit der Personalsituation. Da sitzt die grüne Bourgeoisie, sage ich mal, und rümpft die Nase und sagt, ja, okay, das sind die Gewerkschaften, die
Sozialdemokraten wieder irgendwelche bürokratischen Schranken dann nach den Tarifverträgen errichten wollen. Für die liegt das weit weg, weil die vielleicht ihre Leberbesoldung oder ihre Pension bekommen und haben ihre 3.500 netto pro Monat. Das ist aber nicht die Situation der Mehrheit der Bevölkerung. Die kämpfen um ihre Freiheit, indem sie um soziale Rechte kämpfen. Und diese Verbindung, die in den Mittelpunkt zu stellen, das ist Gift für diese rechtslibertäre Argumentation, weil man dann hinterfragt, welche Freiheit man hier eigentlich hat. So, Fender. Die Liste ist jetzt mal wirklich geschlossen, ja? Also diese Sache mit den Argumenten und man muss da rein und die überprüfen. Ich versuche das nochmal anders. Also bevor ich mit einer Person sprechen kann, die Argumente prüfen kann, muss ich zwei Sachen wissen. Ich muss zwei Sachen abprüfen. Das erste ist es, was ich eben gesagt habe, ist es wirklich eine Meinung? Oder ist es Emotion, ist es Hetze, ist es manipulativ, was auch immer. Und das Zweite ist, zweifelt diese Person gerade? Gibt es eine Möglichkeit des Andockens? Weil ansonsten, ganz ehrlich, ist die Energie, die man da reinsteckt, wirklich rausgehauen. Weil, nochmal, mit verblendeten, hochideologisch aufgeladenen Menschen ist zu diesem Zeitpunkt nicht diskutiert. Das kann sich aber ändern. Also ne, dann dranbleiben, also nicht weg, also im Sinne von ne, abschreiben, da gebe ich. Aber das ist halt ganz wichtig. Weil das Problem ist, wir können nicht hingehen und das ist, wir können Emotionen nicht mit Logik auflösen und Logik nicht mit Emotionen auflösen. Das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, 1 und 1 ist aber nicht 2. Da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Das wird, also so kann ich nicht an Logik rangehen. Und genauso geht das auch nicht mit Emotionen. Da kann ich, also es gilt natürlich immer dagegen Angst helfen, Fakten, aber nicht bei ideologisch verblendeten Menschen. Und das ist halt das Problem. Wenn da jemand vor mir steht und sagt, aber mit Angst und Angst und Angst, da kann ich die beste Logik hinlegen, das wird nicht funktionieren. Und deswegen, wenn ich bei beides Ja sagen kann, nämlich Ja, das ist tatsächlich eine Meinung und nicht einfach nur irgendwie, ich bin jetzt nicht in der Blitzableiter ne, oder ne, dafür, dass jemand gerade irgendwie emotional schwierig ist. Und das andere eben, da gibt es einen Andockpunkt. Dann habe ich gute Erfahrungen gemacht, das wollte ich auf dich eben noch antworten, als du gesagt hattest, ne, vielleicht kann man die Rhetorik da auch benutzen, also was heißt benutzen finde ich schwierig, nutzen. Ne? Genau, nein, weil das ist ja, ne, wir wollen uns ja unterscheiden von den Leuten, die manipulieren, ne? Das ist ja ganz wichtig. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, eben genau mit diesem Ansatz zu sagen, du, dein Bauchgefühl ist grundlegend richtig. Die Liste, Jens Spahn zu kritisieren, ist lang. Also so. Aber dann nimm doch bitte eins von diesen Argumenten. Also weil die sind allen bekannt. Die musst du nur noch mal in den Mittelpunkt rücken, diese gesellschaftlichen, diese kollektiv, die Leute hören dir zu, dann nimm doch einfach diese Sachen, weil das ist genau das, was die dann, also das ist immer so lustig, diese Leute haben ja eigentlich an sich, die Grundidee ist ja die richtige, nämlich da stimmt was nicht. Aber den Fokus dann auf das andere zu legen. Nur es ist wirklich schwierig, also anders, es ist wichtig, dann mit der Emotion anzufangen, nämlich zu sagen, hey, das ist gut und du hast da eine gute Sache und jetzt gehen wir hin und versuchen das in Logik umzumünzen. So, dann habe ich eine Chance, dass mir die Leute zuhören. Weil wir wollen nicht, dass sie nachklappern, was wir sagen. Dann sind wir kein Deutsch besser. Sondern es geht nur darum, die Tür aufzustoßen, dass man sagt, okay, jetzt kommen wir also in einen Moment, wo wir miteinander reden können. Und dann kann das funktionieren. Aber dafür braucht es eben diese beiden Bedingungen vorab. Ich hatte noch eine Frage an Andreas, aber jetzt bei den Behörden noch einen ganz kurzen Einwurf zu diesem Thema, dieser Begriffsverwirrung, was man unter Freiheit und dann libertär, rechtslibertär, anarchistisch-libertär, diese wirklich Begriffskaperung auch. Ne? Der Einwurf dazu fragt die Leute, ob sie noch wissen, was das Wort Solidarität bedeutet. Da kristallisiert sich das meistens sehr schnell raus. Die Frage ist zu einem anderen Thema, und zwar, was ich für ein sehr wichtiges Thema halte, wenn es um Gefährdung der Demokratie geht, die Frage von digitalen Medien. Weil ich glaube, dass die digitalen Medien, das, was da passiert ist mit den Rechten und Corona und dem Hervorbrechen von rechten Gedankengut, auch ganz stark mit der Dynamik von neuen Medien zu tun hat.
der auch Wahlkämpfe beeinflusst, etc. Und wo wirklich Geschäfte mitgemacht werden und Bots anfangen zu regieren. Und das wäre eine Frage an dich, da vielleicht noch ein Statement zu sagen. Ja, genau, die sind halt das gefährlich. Vor allem, wenn man sich anschaut, wem gehören eigentlich die sozialen Medien und wer hat da Einfluss? Ne? Also soziale nicht nur soziale Medien, auch PayPal zum Beispiel. PayPal ist, gehört Thiel, ne? Der hat das mit aufgebaut. Und übrigens Thiel und der Vorsitzende von PayPal, die sitzen in, wie heißt nochmal, dieses weltweite Netzwerk, was von allen Verschwörungstheoretikern über. Der Wirtschaftsforum, WEF? Nee, noch viel schlimmer. Hier aus Holland. Das, Bilderberg. Bilderberg, genau, ja, das sind Bilderberger. Witzig. Okay, es sollte jetzt ein Witz sein, es stimmt aber wirklich, sie sitzen wirklich bei einer Bilderberger-Konferenz bei PayPal, die sie machen. Aber Thiel hat auch im Palantir gegründet. Das ist eine Überwachungssoftware, die von FBI, von der bayerischen, hessischen Polizei benutzt wird, und Elon Musk will halt Twitter kaufen, ne, aus dem Grund, weil er gesagt hat, da herrscht keine Meinungsfreiheit mehr, und damals, bei 2012 wäre er auch eher links gewesen, und dann sind aber alle Linken ganz, ganz weit nach links gelaufen, sodass er jetzt plötzlich rechts ist, ne, nur weil hat sich alles verschoben. Ne, und jetzt kauft er im Twitter, um halt die Meinungsfreiheit wiederherzustellen. Und Trump wieder reden. Trump wieder, ja, genau. Und der hat ja auch gesagt, er versteht sich jetzt eher als Republikaner. Und Thiel ist derjenige, der halt bestimmt eigentlich, in welche Richtung Trump geht, wenn er gewählt wird. Und dann gibt es noch andere, Sirivan Vazan, der auch aus dieser San Francisco Hightech Bubble kommt, und das ist halt schon sehr gefährlich, weil die haben einfach unglaublich viel Geld und unglaublich viel Einfluss, und die haben die modernen Technologien, die ganz supermodernen Technologien, und das sind alles Investoren, ne? Und so, von daher ist es nicht nur die Frage, wie wirken eigentlich diese sozialen Netzwerke, sondern wem gehören die auch? Wer kann da halt die Stellschrauben stellen, so, und genau. Schön. Okay, noch zwei Leute. Sonst machst du mal. Das ist gerade eine Sache. Ich kann jetzt sowohl zu den Social Media Sachen als auch zu den Motionen dürfen, dass Antworten eigentlich mit dem Rechts und Links unterscheiden. Versteht man mich gut genug? Sprech vielleicht noch ein bisschen lauter. Ja, okay, okay, also ich werde zwar zu dem Unterschied zwischen Rechts und Links was sagen und halt zu dem zu Social Media. Zu Instagram, Facebook, Telegram habe ich leider keine Daten, zumal Telegram relativ rechtsdominiert ist. Zu Twitter gab es eine Studie, inwiefern dort welche Inhalte vom Algorithmus mehr gepusht werden. Algorithmus? Was soll das denn sein? Der Algorithmus ist das, was so guckt, dir gefällt das und das, darum schlage ich dir das und das vor. So. Und bei Twitter waren 6 von 7 Ländern da rechte Inhalte eher dominant als linke Inhalte, außer in Deutschland, da waren tatsächlich linke Inhalte eher vom System gepusht und dann schneller halt bei dir auf deiner Seite für dich sichtbar, so. Hat diese Studie halt ergeben, so. Ist halt, ist ganz witzig zu wissen, so. Was ich eigentlich sagen wollte, ist zu dem, dass man rechts und links größtenteils an dem sozialen Aspekt sehen kann, dem würde ich widersprechen in dem Sinne, dass viele rechte Parteien, rechtsextreme Parteien sagen, ja, wir wollen soziale Politik, aber nur fürs Volkstum. So, völkische Bewegungen sehen das so, aber auch zum Beispiel die Neue Stärke-Partei, der Dritte Weg, die sehen sich alle als soziale Parteien, teilweise sogar sozialistische Parteien, aber nur auf nationalen Wissen bezüglich. Also quasi nationalsozialistisch. Genau. Die sind halt auch, die sind halt nicht als links zu sehen, sondern als rechts. Okay, ich glaube, willst du noch ein Schlusswort machen, oder?
Ja, also ganz vielleicht noch, ich glaube, es geht dann nicht einfach um die Frage, wie steht man zur Wirtschaft, sondern da muss vielleicht noch das Wort Demokratie rein. Wie steht man halt zu einer demokratischen Kontrolle von Vermögen und von Wirtschaftsmacht? Ne? Ich glaube, das ist wichtig. Und dann sind auch die ganzen Nazis, die sich dann Nationalsozialisten nennen, stehen ja auch nicht, die wollen ja auch nicht immer eine demokratische Kontrolle, sondern der Führer hat das dann zu entscheiden. Und, so, das ist ja nochmal dann ein Unterschied. Deswegen ist das Demokratie ganz wichtig und deswegen für so ein demokratischer Sozialismus auch eher links. Ne? Und so ein Stalinismus vielleicht auch gar nicht, ist vielleicht auch gar nicht links. Ne? Das ist, so. Okay, bis dann. Ja, vielen Dank an alle, die so lange durch.